Hallo, meine kleinen Mitgildenbewohner oder andersrum gesagt meine Untertanen oder wie auch immer ich das nennen möchte. Nur ein kleines Infovideo zu euch beziehungsweise eine kleine Abstimmung. Und zwar möchte ich ganz gerne von euch allen wissen und möchte das ganz gerne in den Kommentaren unter dem Video sehen. Welche von den Allianzen wollen wir denn nehmen? Ich wurde heute angesprochen und es wurde gefragt, warum sind wir eigentlich in keiner Allianz? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Was bringt uns das denn? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe mich schlau gemacht und wir haben hier drei verschiedene Allianzen. Nämlich das Freihandelskollektiv, die Union der Erleuchteten und der Eiserner Orden. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir davon haben oder wo wollen wir beitreten vielmehr? Und wir haben die Option Freihandelskollektiv. Das gewährt uns einen kleinen Bonus auf das Goldeinkommen, was wir beim Farmen haben. Bei der Union der Erleuchteten haben wir einen kleinen Einfluss, einen kleinen Bonus bezüglich der Rufmünzen, die uns Zugang zu gewissen Händlern gewährt. Oder allerdings der Eiserne Orden, der uns einfach durch körperliche Überlegenheit Vorteile im Kampf bietet. So wie ich das gesehen habe, gibt es einen gewissen Bonus, ich glaube 5% auf, ich glaube, betäuben oder niedergeschlagen werden oder sonstiges. Dazu kommt, wie man hier unten sieht, es gibt keinen Exarchen. Der kann aber, so wie ich das gelesen habe, noch einige Sachen einstellen, was irgendwelche Sachen angeht. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht haben wir ja eventuell irgendwann mal einen in unserer Allianz oder in unserer Gilde, der das wird und das einstellen kann. Dann kann man was Genaues zu sagen. Es geht auf jeden Fall jetzt gerade erstmal darum, was möchten wir als erstes von diesen drei Optionen haben. Ich persönlich tendiere tatsächlich zur Variante B. Aber das soll euch jetzt nicht weiter beeinflussen, sondern sagt eure eigene Meinung, schreibt es in die Kommentare und wir behandeln das Ganze jetzt als Abstimmung und was von den drei dann am Ende die meisten Stimmen hat, das wird dann durchgesetzt. Also ist nicht bei euch. Also drückt aufs Däumchen und schreibt was in die Kommentare. Das war's auch schon.